So, also was ist jetzt das eigentliche Thema, das ich heute abhandeln will? Wir hatten jetzt uns mit den digitalen Kurven beschäftigt, wir haben die jetzt kodiert, wir haben auch mal was damit gemacht, wir haben Kurven abgeglichen mit anderen Kurven, die wir vorher schon gespeichert hatten. Und jetzt ist es aber manchmal interessant für den Vergleich oder für die Einordnung von dem, was wir da als Kurve kodiert haben, dass wir das etwas abstrahieren. Es interessiert uns jetzt nicht immer alles im Einzelnen, jeder kleine Pixel und jede Bewegung innerhalb der Kurve, sondern manchmal wollen wir etwas gröbere Maßzahlen haben, die die Kurve, die wir da kodiert haben, beschreiben. Da kann man sich zwei Dinge angucken. Wir können uns einmal die Fläche angucken, also wir können uns für Regionen interessieren. Das ist immer dann interessant, wenn die Kurve geschlossen ist. Und bei Kurven allgemein können wir bestimmte Maßzahlen berechnen, oder wenn wir keine Regionen haben, können wir auch bestimmte Maßzahlen berechnen, indem wir die Kurve irgendwie zusammenfassen. Also um es etwas konkreter zu machen, die Länge der Kurve ist zum Beispiel eine Maßzahl, die Sie verwenden können, um die Kurve zu beschreiben, wenn Sie sich jetzt nicht für jeden Ausschlag interessieren und wenn das eben dazu geeignet ist, verschiedene miteinander zu vergleichen. Aber jetzt für den Fall, dass unsere Kurven geschlossen sind, werden also Regionen damit kodiert. In der Mathematik kann man diese Regionen grob klassifizieren. Das ist hier mal auch noch ein Vermächtnis meines Vorgängers. Wir definieren erstmal, was ist eigentlich eine zusammenhängende Region. Haben wir also hier Komponenten und Konturen. Im Folgenden suchen wir zusammenhängende Komponenten in Binärbildern. Also gehen Sie davon aus, dass Sie das Bild klassifiziert haben in sowas wie Vordergrund und Hintergrund. Mehr haben wir jetzt im Moment nicht, keine Grauwerte, also das ist nur noch so eine binäre Entscheidung. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich eine zusammenhängende Komponente? Wie ist das eigentlich definiert? Und wie das häufig so ist in der Mathematik, die Definitionen sind zwar sehr präzise, aber nicht unbedingt nützlich, um das Problem zu lösen, so ist es hier also auch. Zusammenhängend bedeutet, dass es von jedem Pixel zu jedem anderen einen Weg bezüglich der Achternachbarschaft gibt. Also so ist es hier definiert, auf Grundlage der Achternachbarschaft. Man spricht auch von Wegzusammenhängen, weil es zwischen zwei beliebigen Punkten immer einen Weg gibt. Sie können das hier als zusammenhängende Region definieren, wenn Sie sich ein Paar von Pixeln nehmen und Sie finden zwischen diesen beiden einen zusammenhängenden Weg. Und zwar der Gestalt, dass Sie nach rechts, links, oben, unten oder dass Sie die Diagonalen nehmen und dass Sie zu dem anderen Pixel kommen können. Das ist, wie gesagt, eindeutig. Also wenn Sie so eine Region haben, dann können Sie das überprüfen. Sie können sich jetzt theoretisch alle Paare nehmen von Punkten und können überprüfen, ob die wegzusammenhängend sind. Und dann wissen Sie eben, das ist eine zusammenhängende Komponente. Es ist aber nicht besonders nützlich, um diese Region oder um die Pixel, die zu der Region gehören, zu finden. Es ist kein gangbarer Algorithmus, sondern es ist einfach so eine praktische Definition. So. Jetzt kann man diese Komponenten noch etwas genauer bezeichnen, und zwar gibt es da diese Bettysche Zahl, die hat vor allem in höheren Dimensionen eine gewisse Bedeutung. In unserem Fall, deswegen können wir hier relativ früh abstrahieren, in unserem Fall, wir sind nur im zweidimensionalen Fall, deswegen gibt es eigentlich nur zwei Bettysche Zahlen, die für uns interessant sind, nämlich dieses B0 und das B1 von S. Also S ist dieses Objekt, was hier etwas dunkler dargestellt ist. So, und jetzt bezeichnet man mit dieser bettischen Zahl 0 die Anzahl der Komponenten, aus denen das Objekt besteht, und mit B1 bezeichnet man die Anzahl der Löcher. Soweit erstmal nichts Ungewöhnliches. Im höherdimensionalen können Sie dann auch noch B2 und B3 definieren oder betrachten. Das hat dann noch andere Bedeutungen. Also hier im dreidimensionalen ist es kein besonders gutes Beispiel, weil er schon abgebrochen ist, aber die Tatsache, dass Sie hier so einen Henkel haben, das ist wieder so eine Art Loch im dreidimensionalen. Aber wie gesagt, hier haben wir also im R2 haben wir das, aber es sind nur dieses B0 und das B1. Um das hier nochmal ein bisschen zusammenzufassen, wir betrachten also hier Objekte. Objekte sind hier in etwas dunkleren Pixeln dargestellt. Diese Objekte können aus mehreren Komponenten bestehen, in dem Fall aus zwei Komponenten, nämlich dieser hier und dieser hier. Und dann können wir im Prinzip dieses Objekt jetzt schon ganz grob klassifizieren. Diese Kennzahl B0 von S wäre gerade 2, weil eben unser Objekt aus zwei Komponenten besteht. Wenn wir also von jeglicher Form, von allen Schwingungen und Nörkeln, die diese Komponenten haben, abstrahieren wollen, dann können wir das mit diesen beiden Zahlen machen und sagen also jetzt, unser Objekt besteht also jetzt aus zwei Komponenten. So, neben den Komponenten hat man auch noch was anderes, das sind die Löcher. Das heißt, die einzelnen Komponenten können auch noch Löcher haben, wie in diesem Beispiel. So, das ist also eine ganz grobe Art und Weise, wie wir Objekte und Komponenten klassifizieren können.
Wenn Sie jetzt sowas machen würden wie eine Datenbanksuche, dann könnten Sie eben damit schon mal grob filtern, welche Entitäten überhaupt für den Vergleich in Frage kommen. Wir werden gleich Verfahren kennenlernen, mit denen Komponenten gefunden werden können, jedoch nicht Löcher. Jetzt die Frage, warum keine Löcher? Also wir lernen gleich drei informatische Verfahren kennen, wie man solche Komponenten erkennen kann. Das Eingabebild wäre einfach hier so ein Binärbild aus schwarzen und weißen Pixeln oder dunklen und hellen Pixeln. Wir suchen jetzt einen Algorithmus, der uns solche zusammenhängenden Komponenten findet und der uns dann die Zahl ausgibt. Ist auch gar nicht so schwer, so einen Algorithmus zu finden. Jetzt entwickelt man aber immer nur Algorithmen, die Komponenten finden und nie welche, die Löcher finden. Bevor ich das jetzt aufdecke, vielleicht ist Ihnen auch klar, warum wir jetzt keine eigenen Algorithmen brauchen, um die Löcher zu finden, obwohl die ja durchaus für unsere Objekte ziemlich charakteristisch sind. Ja? Ja, so darauf läuft es raus. Also der Vorschlag hier ist, wir können uns ja einfach hier diese Komponente als Bild hernehmen und können in dem Bild dann auch wieder die Komponenten suchen. Dann haben wir ja automatisch die Löcher. Darauf läuft es raus. Was man jetzt macht in diesem Verfahren ist, man nimmt sich jetzt nicht, wie von Ihnen vorgeschlagen, eine Komponente und sucht darin in den Regionen, die man noch nicht gefunden hat, sondern man nimmt einfach das gesamte Bild und invertiert es. Also wenn Sie das gesamte Bild nehmen und Sie vertauschen Vordergrund und Hintergrund, dann ist auf einmal das, was vorher Löcher war, ist jetzt Komponente und das, was Komponente war, ist jetzt Loch. Und dann können Sie ja den gleichen Algorithmus, den Sie auf dieses Bild loslassen, können Sie auf dieses Bild loslassen und dann finden Sie ja automatisch diese beiden und immer noch eine weitere, nämlich den Hintergrund. Das ist so ein bisschen die Besonderheit. Wenn Sie einfach diese Invertierung machen, dann finden Sie zwar Ihre Löcher, aber Sie finden auch immer den Rest und das ist einfach der umgebende Hintergrund. Deswegen sagt man auch, hier steht es schon, die Anzahl der Löcher entspricht gerade der Anzahl der Komponenten des invertierten Bildes. Das CS steht für das invertierte Bild, minus 1. Minus 1 einfach deswegen, weil der Hintergrund eben immer als eine Komponente erkannt wird, obwohl wir die gar nicht meinen. So, das ist der Grund, warum wir jetzt keinen speziellen Algorithmus brauchen, um Löcher zu finden. Bedeutung, die Anzahl der Löcher entspricht der Anzahl der Komponenten des invertierten Bildes, hier bezeichnet mit C von S, minus 1. Jetzt gibt es noch sowas wie diese Eulersche Zahl. Wenn Sie die beiden zusammenfassen wollen, dann können Sie die Anzahl der Löcher von der Anzahl der Komponenten abziehen und haben die beiden nochmal verwurstet in eine Zahl und die Mathematiker haben dem Ganzen einen Namen gegeben, eben diese Eulersche Zahl. Ich lasse das einfach mal so stehen. Also es hat nichts mit der Konstante zu tun, sondern hier eben einfach Zahl. Ich glaube, das war es im Wesentlichen schon zur Definition von den Komponenten und Löchern. Jetzt können wir es mal noch angucken, können wir jetzt ein einfaches Verfahren finden, dass der Computer so eine zusammenhängende Komponente auch findet. Und die kann man eigentlich recht schnell finden. Da gibt es drei Verfahren, die ich hier jetzt mal vorgeschlagen habe. Es wird manchmal als Nachbarschaftsverfahren bezeichnet. Vielleicht ist auch der Begriff Floodfill etwas anschaulicher. Das ist das, was Sie, falls Sie das schon mal verwendet haben, in Malprogrammen häufig haben. Wenn Sie in irgendeine Region klicken, dann wird diese Region mit Farbe ausgefüllt. Da haben Sie irgendeinen Algorithmus, der das macht. Der läuft sozusagen in die gesamte zusammenhängende Region und setzt einfach eine andere Farbe. Wer schon mal mit so einem Malprogramm gespielt hat, der hat diesen Floodfill schon mal gesehen. Wie funktioniert der? Da will ich kurz drauf eingehen. Da haben wir auch eine kleine Übung dazu. Eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten, diese Region zu finden. Also wir sind jetzt hier in diesem Bereich. Wir fangen jetzt mit diesem Pixel an und das andere ist jetzt mit einer anderen Farbe ausgefüllt. Und wir wollen jetzt hier diese Komponente finden, also diese hier. Dafür suchen wir jetzt einen Algorithmus. Wir müssen mal einen Startpixel kennen und jetzt ist die Frage, wie finden wir jetzt diese gesamte Region? Was könnte ein einfaches Verfahren sein, um die gesamte Region zu explorieren, um jeden Pixel einmal zu besuchen, der hier dranhängt, aber natürlich nicht über die Grenze rauszugehen? Fällt Ihnen irgendein einfaches Verfahren ein, dass, wenn man es konsequent abarbeitet, dass jeden Pixel hier besucht, bis es an die jeweiligen Grenzen stößt? Okay,
Also das Verfahren war, der Vorschlag war, wir bauen uns eine Liste, also wir gucken uns hier immer die Nachbarn an. Definiert war es ja als Achternachbarschaft. Wir müssen also alle Pixel besuchen, die wir, so war ja gerade der Wegzusammenhang definiert. Wenn wir von einem Pixel zum anderen unter Einhaltung der Achternachbarschaft kommen können, dann sind die Wegzusammenhänge. Das heißt, offensichtlich müssen wir uns jetzt auch unsere Achternachbarschaft angucken. Und sagen wir mal so, in diesem Startpixel, da fangen wir an, den färben wir ein. Das Einfärben hat auch den Hintergrund, dass wir wissen, da waren wir schon. Sonst kommt er möglicherweise später nochmal in die Liste. Und jetzt ist hier vorgeschlagen worden, wir machen uns jetzt eine Liste unserer Nachbarn. Das ist leider ziemlich klein jetzt. Ah. Machen wir uns eine Liste unserer Nachbarn. Ich mache es mal hier ganz einfach. Ich nummeriere die jetzt mal so durch. Vielleicht würden wir sonst eher die Koordinaten speichern. Aber dann muss ich jetzt jedes Mal zwei Komponenten hinzeichnen. So wird das funktionieren. Jetzt gehen wir in einen unserer Nachbarn, zum Beispiel diesen hier, weil er die 1 hat, gucken uns wieder die Nachbarn an. Dann ist es die Frage, wie speichere ich die jetzt? Also es läuft darauf raus, dass wir jeden unserer Nachbarn besuchen. Dann gucken wir uns wieder an, welche neuen Nachbarn gibt es da. Die besuchen wir auch immer und das machen wir eben so lange, bis wir nicht hier in diesen äußeren Bereich kommen. Also wenn wir hier irgendwo, diese Pixel hier, die gelten alle schon als besucht. Wenn einer unserer Nachbarn zu diesen besuchten Pixeln gehört, dann würden wir da einfach nicht weitermachen, dann kommt er nicht in unsere Liste, weil wir wollen ja die Grenze einhalten. So, jetzt gibt es hier zwei grundsätzliche Verfahren in der Informatik überhaupt. Die werden Ihnen vielleicht auch so mal an irgendeiner Stelle wieder begegnen. Und zwar gibt es die Breitensuche und die Tiefensuche. Das sind so ganz grundsätzliche Verfahren, die Sie immer wieder finden. Machen wir erstmal die Tiefensuche, die kann man nämlich rekursiv implementieren. Die implementieren Sie einfach dadurch, dass Sie Ihre eigene Funktion immer wieder aufrufen. Sie haben so eine Funktion wie Besuche Nachbarschaft. Dieses Besuch Nachbarschaft wird also mit dem Startpixel hier aufgerufen. Und dann rufen Sie einfach innerhalb dieser Funktion, da machen Sie sich eine Schleife, also sowas wie für alle Nachbarn. Machen Sie die Schleife auf, also für alle 8 werden das jetzt hier. Und dann fragen Sie, wenn der Nachbar nicht schon besucht wurde, wenn Nachbar schwarz, dann sagen Sie wieder Nachbar N, nenne ich den mal, dann sagen Sie Besuche N. Dann wird Ihre eigene Funktion wieder neu aufgerufen. Die guckt sich wieder Ihre Nachbarn an. Wenn diese Nachbarn noch nicht besucht wurden, dann ruft sie sich wieder für diese Nachbarn auf und so weiter. Was passiert hier mit dem Algorithmus? Sie gehen eigentlich erstmal weg von dem Startpunkt. Sie gehen deswegen erstmal weg, weil sie gucken sich erstmal alle ihre Nachbarn an und sie springen dann immer zu dem ersten. Also in unserer Schleife würde vielleicht der erste Nachbar immer zuerst auftauchen. Das heißt, sie gehen dann erstmal zu diesem Nachbarn, dann gehen sie der nächste, erste, der neuen Nachbarschaft ist dann dieser, dieser, dieser. Das heißt, sie sehen, sie gehen erstmal ganz schön weit weg. Irgendwann stoßen sie an die Grenze. Da gibt es dann jetzt erstmal keinen neuen Nachbarn, der noch nicht besucht wäre. Dann gucken sie sich als nächstes die anderen Nachbarn an. Ja. Dann würde also hier die Nachbarschaft in der Umgebung drankommen. Dann käme hier der 2 dran, 3, 4 und so weiter. Wenn das hier alles abgearbeitet ist, dann würde diese Funktion terminieren. Und dann gehen sie wieder zurück in den letzten rekursiven Aufruf, da wo sie zuletzt aufgehört haben. Dann würde als nächstes diese Nachbarschaft abgeklappert werden. Dann gehen Sie hier wieder in den Bereich. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn Sie das Ganze rekursiv implementieren, dann gehen Sie erstmal ganz weit weg von Ihrem Ursprungspixel, explorieren erstmal diese entfernten Regionen, werden sich auch da erstmal eine Weile aufhalten und wenn da alles besucht ist, dann kehren Sie langsam wieder in Ihre Ursprungsregion zurück. Dieses Verfahren würde man deswegen auch als Tiefensuche bezeichnen. Das Gegenstück zur Tiefensuche wäre die Breitensuche. Weil Sie es jetzt schon gesagt haben, wissen Sie so ungefähr, was die Idee ist von der Breitensuche? Genau, also das ist das Gegenteil. Man besucht erstmal alle lokalen Nachbarn und geht dann in die Tiefe. Das in die Tiefe gehen war nicht besonders schwer. Das tun wir einfach durch den rekursiven Aufruf unserer eigenen Funktion. Dann gehen wir quasi gierig immer weiter weg. Für die Breitensuche brauchen Sie eine Warteschlange. Die stelle ich mal so dar. Also wir fangen jetzt wieder hier mit unserer Breitensuche an.
Und in diese Warteschlange kommen jetzt erstmal alle Nachbarn, die ich schon kenne. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt hole ich mir den ersten Nachbarn raus. Da war ich noch nicht. Und jetzt gucke ich mir dessen Nachbarn wieder an. So, da sind jetzt schon, machen wir mal, nennen wir es mal weiter. Also jetzt hätte ich hier ein 9, oh je, 10, 11. Den habe ich schon gesehen, der ist schon in der Warteschlange. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass die nicht nochmal reinkommen. Also da muss ich schon prüfen, ob der schon enthalten ist. Der ist schon enthalten, der ist enthalten, der auch. Dann wird es hier mit 12 und hier wird es mit 13 weitergehen. Es steht jetzt nur noch symbolisch drin. Sie können es erahnen. So, das heißt, hier die 9, die 10, die 11, die 12 und die 13 würden dazukommen. Jetzt hole ich mir den nächsten aus der Warteschlange raus. Das wäre hier diese 2 da. Jetzt würde ich mir bei der 2 auch wieder angucken, welche Nachbarn noch nicht in der Warteschlange sind. Das wäre jetzt dieser hier. Das ist eigentlich der einzige. Die anderen kenne ich schon. Der wäre jetzt 14, würde ich den jetzt nennen. Und jetzt habe ich den hier abgehakt. Jetzt kommt der nächste aus der Warteschlange. Das heißt, was jetzt hier passiert ist, sie gehen nicht so gierig weg, sondern sie bleiben erstmal in der Umgebung. So im Wesentlichen kann man sagen, sie bewegen sich eigentlich hier um ihren Ursprungspixel, hier in so einem Kreis, ja. Und dann gehen sie hier weiter, dann geht sie hier weiter und so weiter. Das heißt, hier bleiben sie erstmal möglichst in ihrer Umgebung. Das ist eben genau, was in ihrer Warteschlange erzeugt. Und sie explorieren die entfernten Bereiche erst zum Schluss. Wenn es nur darum geht, jeden Pixel zu besuchen, ist es eigentlich ziemlich egal, ob Sie das eine oder das andere verwenden. Es kommt wieder noch ein bisschen auf den Speicher an. Beim einen brauchen Sie einen Stapelspeicher. Hier brauchen Sie diese Warteschlange. Und Sie haben einfach diese zwei unterschiedlichen Charakteristika. Die Breitensuche ist das, was Sie typischerweise bei der Autonavigation haben oder bei der Navigation. Wenn Sie sagen, ich will von A nach B kommen, was macht der Algorithmus? Und das hier ist Ihr Startpunkt, das ist Ihr Zielpunkt. Jetzt haben Sie verschiedene Straßen, die von diesem Startpunkt weggehen. Da haben Sie dann auch wieder Knoten, wo es sich wieder verzweigt. Könnte so aussehen. Hier auch. Und irgendwann kommen Sie dann an. Vielleicht auch über verschiedene Wege. So, und wenn Sie es hier anfangen, was macht der Algorithmus? Naja, der steckt alle Nachbarn, genauso wie wir das eben mit Pixeln gemacht haben, steckt alle Nachbarn, nämlich diesen, diesen und diesen erstmal in eine Warteschlange. Jetzt ist es in diesem Fall aber eine prioritätische Warteschlange oder eine sortierte Warteschlange. Das heißt, er holt sich aus dieser Liste diejenigen Nachbarn raus mit den kleinsten Kosten. Mit den kleinsten Kosten würde bedeuten, dass man die am schnellsten erreicht. Ja, also das muss gar nicht mal unbedingt derjenige sein, der hier relativ nah an dem Ziel liegt. Man sollte eigentlich sagen, mit den kleinsten Gesamtkosten. Also sagen wir mal, hier haben wir jetzt Kosten von 2, 1 und 3. Und entsprechend wird es in die Warteschlange kommen, diese Nachbarn, genauso wie das bei den Pixeln auch war. In dem Fall aber in eine sortierte Warteschlange, aus der wir den bisher billigsten Nachbarn als erstes rausholen. Also 1, 2 und 3. Das wäre jetzt in diesem Fall hier dieser 1, da kommt er also am schnellsten an. Dann sind wir also hier. Dann würde er hier wieder die neuen Nachbarn hinzufügen, das wäre jetzt dieser hier vielleicht und dieser hier. Dann wird die Warteschlange wieder neu sortiert bezüglich der Gesamtkosten, also der, sagen wir mal, der Fahrzeit von dem Start zu dem entsprechenden Knoten. Und wir holen immer den Knoten raus, bei dem die Fahrzeit bisher am kürzesten war. Weil es jetzt so eine Breitensuche ist, bewegen wir uns wie so eine Welle, so können Sie sich das vorstellen, von dem Startpunkt bewegen wir uns in alle Richtungen mit der maximalen Geschwindigkeit. Wir fahren immer fort in die Richtung, in der wir am schnellsten weiterkommen. Wir tun das aber nicht gierig, sondern wir gucken eben einfach unsere Nachbarn an und suchen immer denjenigen raus, der bisher die kürzeste Gesamtfahrzeit erzeugen würde. Und diese Welle, die sich so in alle Richtungen ausbreitet, die wird natürlich auch irgendwann mal diesen Punkt hier erreichen, da, wo ich ankommen möchte. Und wenn sie das tut, dann hört der Algorithmus auf. Dann brauche ich keinen neuen Nachbarn offensichtlich in meine Warteschlange aufnehmen. Dann kenne ich ja schon den kürzesten Weg. Sie sehen übrigens, dass das Ganze nicht unbedingt jetzt erstmal in eine geografische Richtung verläuft, sondern diese Welle bewegt sich in alle Richtungen.
Und es kann ja auch durchaus sein, dass es hier so einen Weg gibt, der sieht erstmal ziemlich schlecht aus, weil der geht hier, das sehen wir von oben, der geht hier in die falsche Richtung, aber am Schluss geht es vielleicht ziemlich billig dann tatsächlich doch noch zum Ergebnis, weil wir da eine Schnellstraße haben und das andere sind vielleicht langsame Landstraßen. Das heißt, die Tatsache, dass wir uns am Anfang erstmal in alle Richtungen bewegen, bedingt, dass wir möglicherweise auch einen lokal suboptimalen Weg nehmen und der aber später noch zum optimalen Ergebnis führen kann. Breitensuche wäre auch ganz typischerweise das Verfahren, was Sie zum Beispiel bei der Navigation verwenden. Das war also jetzt dieses Floodfill. Dann gibt es die Konturensuche, eigentlich auch eine ganz naheliegende Idee. Also stellen Sie sich vor, wir haben hier irgendwie so eine Komponente. Dann können Sie ja immer auf die Bereiche setzen, in denen Sie zwei Pixel sehen, in denen Sie auf der einen Seite den Hintergrund sehen, mindestens einen, und in denen Sie mindestens einen Vordergrundpixel sehen. Das kann ja nur so eine Grenzregion sein. Und wenn Sie sich jetzt fortbewegen entlang dieser Grenzregion, dann finden Sie ja auch die automatisch die Grenze von dieser Kontur. Also das wäre die Konturensuche. Sie bleiben immer in der Region des Übergangs zwischen Vordergrund und Hintergrund und bewegen sich so. Sie wissen ja, es muss ja geschlossen sein entlang der Grenze dieser Komponente. Lässt sich auch ziemlich einfach implementieren. Sie haben ja immer nur eine Nachbarschaft. Sie besuchen immer nur denjenigen Nachbarn, für den es gilt, dass er sowohl einen Vordergrund- als auch einen Hintergrundpixel sieht. Dann können Sie ziemlich gierig fortschreiten. Das Einzige, was Sie nicht machen dürfen, ist versehentlich in die andere Richtung laufen. Sie müssen gucken, dass Sie Ihre Richtung beibehalten. Aber ansonsten gehen Sie einfach immer in die Richtung weiter, für die eben gilt, ich sehe einen Vordergrund- und einen Hintergrundpixel und ich habe diesen vielleicht noch nicht gerade besucht. Dann bewegen Sie sich eigentlich automatisch entlang der Kontur. So, dann gibt es noch ein Zeilenkoinzidenzverfahren. Da habe ich noch eine Folie dazu auf der nächsten Seite. Das ist insofern ganz interessant, als dass man das parallel implementieren kann. Ja, Sie haben ja heute Prozessoren mit immer mehr Kernen. Die Geschwindigkeitssteigerung geht ja nicht mehr so sehr darüber, dass wir jetzt höhere Taktraten erreichen, sondern gerade Ihre Generation, die hat es jetzt eben immer öfter mit Hardware zu tun, die mehr oder weniger massiv parallel ist. Und da ist es auch interessant, wenn man sich früh schon Gedanken darüber macht, wie man Verfahren parallelisieren kann, um seine Hardware überhaupt irgendwie auszunutzen. Und da ist dieses Zeilenkoinzidenzverfahren ganz gut geeignet. Da habe ich mal dieses Bild gemacht. Sie können sich also vorstellen, Sie haben jetzt verschiedene Prozessoren oder Cores und die lassen Sie auf unterschiedliche Teile Ihres Bildes los. Und das Schöne ist, Sie können eben unabhängig voneinander arbeiten und am Schluss Ihre Ergebnisse konsolidieren und Sie finden dann auch so Ihre Regionen. Das wäre jetzt bei diesem Floodfill nicht so einfach, weil so einen rekursiven Aufruf, also es ist nicht ganz so trivial, den zu parallelisieren. Wie funktioniert das hier? Sie haben hier verschiedene Fälle. Sagen wir mal, das sei jetzt hier die Komponente und das sei jetzt der Hintergrund. Und Sie klappern wie üblich jeden Pixel ab. Oder hier genauer genommen, Sie fangen bei Zeile 2 an und Sie fangen bei Spalte 2 an. Und jetzt gibt es verschiedene Szenarien. Es gibt diese Szenariosituation 1 bis 3. Habe ich mal hier dargestellt. Also entweder dieses hier. Sie befinden sich eigentlich hier und Sie gucken sich jetzt hier Ihre Nachbarn an oder dieses hier oder das hier. Von hier gehen wir davon aus, wir haben schon mal einen Regionenpixel gefunden und uns interessiert jetzt, ob wir den neuen Pixel dazu nehmen. Also das hier wäre jetzt der fragliche und die Region, die wir schon gefunden haben, die ist jetzt bezeichnet mit XI, also X-Index I, es könnten ja mehrere, könnte mehrere geben. Wir bearbeiten gerade Region I eben. Wenn wir links von uns schon mal einen Regionenpixel entdeckt haben, dann ist klar, dass der, in dem wir im Moment sitzen, auch ein Regionenpixel sein muss. Ja, also ganz offensichtlich, wenn unser direkter linker Nachbar Region war, dann gehört der aktuelle Pixel hier, der mit 3 bezeichnet, der gehört offensichtlich auch dazu. Das heißt, wir erweitern unsere Region um diesen neuen Pixel PN. Also wir hatten schon eine alte gefunden. Diese Menge heißt XI. Und zu dieser Menge XI, hier so ein Vereinigungsoperator, kommt einfach das neue Pixel noch dazu. Das wäre also der Fall, dass wir links von uns schon mal Nachbarn gefunden haben. Analog jetzt könnte es auch sein, dass wir über uns schon mal Nachbarn gefunden haben. Wenn der Pixel direkt über uns zu der Region gehört, dann gehört der aktuelle, der hier mit 2 bezeichnet, der gehört auch zu der Region. Das ist genau der gleiche Fall hier. Ja. So, überlegen, der Fall 1, wo
Wohnen unterscheidet er sich eigentlich gar nicht. Da haben wir nur eine Kombination aus beiden. Er ist sowohl der Pixel über uns als auch der links von uns Region. Dann sind wir natürlich erst recht Region. Weiß gar nicht mehr, warum das hier in der Grafik ist. So, also das wäre jetzt diese Situation 1 bis 3, ziemlich klar. So, jetzt haben wir eine Situation, wir haben eine neue Region gefunden oder wir glauben zumindest mal eine neue Region gefunden zu haben und freuen uns. Und das ist dieser Fall 4 hier. Ja, wie funktioniert der Algorithmus? Ja, wir kommen ja von da. Wir nehmen uns jede Zeile vor und innerhalb jeder Zeile nehmen wir uns jede Spalte vor. Das heißt, wir kommen jetzt hier aus dem Hintergrund. Eben haben wir noch hier diesen hellgrauen Hintergrund gesehen, also noch keine Region. Da passiert halt nichts, da können wir auch keinen neuen Pixel hinzufügen. Und jetzt ist es aber so, dass wir zum ersten Mal auf einen Regionenpixel stoßen. Jetzt freuen wir uns tatsächlich, ja, schöne neue Region. Das heißt, wir haben also jetzt, wir allokieren jetzt eine neue Region, die heißt jetzt nicht mehr XI, sondern die heißt jetzt XJ. Und dieser Pixel, in dem wir uns hier befinden, der hier mit 4 bezeichnet, der kommt jetzt erstmal zu dieser Region dazu. Und hier haben wir jetzt unseren Regionen-Counter, den haben wir gleich noch um 1 erhöht. Wir sehen schon im globalen Überblick, diese Region gehört gar nicht dazu. Ich habe das jetzt etwas dunkler gezeichnet, damit wir sehen, das ist ein spezieller Fall. Aber gemeint ist eigentlich, dass diese 3 zu dem Rest auch dazugehören. Das sehen wir aber lokal nicht, weil wir stoßen ja im Moment auf einen Regionenpixel. Über uns ist kein Bekannter, links von uns ist auch kein Bekannter. Wir können jetzt nicht sagen, dass es eigentlich die Region ist, die wir schon kennen und freuen uns sozusagen ungerechtfertigterweise. Das Ganze geht uns im nächsten Fall auch noch so. Wenn wir uns hier befinden, dann glauben wir immer noch eine neue Region gefunden zu haben. Das heißt, dieser Pixel, der würde jetzt hier, wie in dem Fall 1 bis 3, der würde jetzt zu der neuen Region dazukommen. Und das Ganze geht uns nochmal so in diesem Fall. Dann kommt also nochmal ein neuer Pixel zu der neu gefundenen Region dazu. Bisher haben wir uns noch gefreut, eine Region mit 3 Pixeln gefunden zu haben. Aber wir sehen eigentlich, das stimmt gar nicht. Aber der Algorithmus weiß das eben nicht, weil er nur eine lokale Sicht hat. So, jetzt haben wir natürlich auch den Fall, doch keine neue Region gefunden. Wie identifiziert man die? Situation 5. So, jetzt ist es zum ersten Mal so, dass wir über uns eine bekannte Region gefunden haben, nämlich diese Region XI. Und links haben wir eine Region, die wir gerne erweitern würden, die Region XJ. Da die aber beide aneinander grenzen, wir haben diesen Fall zum gleichen Zeitpunkt, können wir sagen, die hängen zusammen. Also ganz offensichtlich sind die benachbart. Wir haben eine falsche Annahme gemacht. Wir haben uns zu früh gefreut, eine neue Region gefunden zu haben. Was machen wir dann? Wir konsolidieren die natürlich. Also diese alte Region, die wir bisher XJ genannt haben, die tun wir einfach dazu, zu der Region, die wir sowieso schon hatten, die wir über uns haben, die heißt XI. Der neue Pixel hier mit 5 bezeichnet, kommt natürlich auch noch dazu. Der heißt hier PN. Und diese Region, die wir erstmal allokiert haben, die können wir jetzt wieder löschen. Die ganzen Pixel haben wir ja in die Region XI schon hinzugefügt und unser Regionen-Counter muss wieder korrigiert werden. Wir haben doch nicht einen mehr gefunden, sondern das war eine, die haben wir schon mal gesehen. Wäre jetzt dieser Teil hier, wäre der jetzt abgetrennt von dem Teil, dann hätten wir wirklich eine neue Region gefunden. Aber in diesem Fall hängen sie eben zusammen. Das haben wir aber erst nachträglich bemerkt, deswegen mussten wir die quasi wieder zu der schon bekannten Region dazugeben und die vermeintlich neue Region löschen. Ist ein einfaches Verfahren, aber hat eben die Eigenschaft, dass man das parallel ausführen kann. Sie können hier einzelne Bildabschnitte definieren, für jeden Core ein Entel. Sie können da parallel drauf rechnen, wenn Sie sich nicht in die Quere kommen. Und am Schluss müssen Sie eben dann nochmal die einzelnen Ergebnisse konsolidieren, aber das wäre jetzt ein parallelisierbares Verfahren.